Angst. Nervös. Genau das. Oh, ich halte es nicht aus. Das wird schon. Irgendwie. So, was hatte ich denn vor? Ich habe hier den ganzen Scheiß erkundet, glaube ich, ne? Ne, hier unten nicht. Ich glaube, das war... Ist hier... Ganz ehrlich, schauen wir doch einfach nach. Ich habe keinen Bock, da jetzt durch die Gegend zu fahren. Ich kann nicht mehr. Ich kann noch niemals richtig... So, ist da unten überhaupt was? Bevor ich da wie so ein Trottel hinfahre. Ist nix. Da ist ein Schiff. Habe ich das Schiff gefunden? Wenn nicht, bin ich wirklich ein Trottel. Ja, okay, es ist sogar fett auf einer Karte drauf. Okay. So, das heißt, wir können hier hin. Empfohlene Stufe 20. Und dann war das Niedrigste. Was haben wir hier? Nix. 45. Was haben wir denn neu entdeckt? 38 haben wir sogar gemacht. 45. 48. Hier ist nix. Ey, so viel mit dem Boot findet man ja gar nicht. Aber ich werde trotzdem, glaube ich mal, hier hinsegeln, weil wenn da Truhen oder so sind. Also, aber ich kann auf jeden Fall das andere Team machen. Weil die sind ja jetzt schon ein bisschen sehr viel stärker, ne? Die hat einen Dolchball. So. Den haben wir einen Krieger gemacht, das ist ja Bullshit. Wo ist denn jetzt hier? Da. Ja, so ein Augmentor? Natürlich nicht, scheiße. Was haben wir denn hier noch? Komm hier so weit. Der gute Scheck. So. So reisen wir jetzt. Ich will wenigstens der Vollständigkeit halber gucken, ob hier unten noch irgendwas ist.
Well, well. Too easy. And so it goes. Oh, man. Hä, warte, warum ist da denn so ein Anleg... Warum ist da ein Hai? Du spürst eine mächtige Präsenz. Weitergehen? Jo. Weil da ein Hai ist. Okay, wie viel Schaden hat... Okay. Wir testen. Das ist sehr gut. Was ist deine Kraft? Reduziere mit allen Angriffen Schildpunkte. Holy Rock. Vielleicht wo? Nee. We need a plan. Let me look. Okay, gut. Das ist nicht schlimm. Let me show you what I've learned. What? Be healed. Geh noch mal sicher. Der haut aber. Ja. Boah, ich muss hoffen, dass der nicht auf meinen Kleriker geht. Sehr gut, danke. Nee, noch nicht. Pass auf. Ah, ich will wissen, wie viel Leben der hat. Ich war zu blöd zum Gucken. 54.000. Autsch. Heavy footed. Das kriegen wir hin. Rau. Genau das. That's my quote. Very well. Repent. Ja, der bringt mich dann um, wenn ich ihn nicht heile, ne? Aber ich muss eigentlich all in gehen. Say your prayer. Scheiß drauf. Holy Lord. Okay, das hat nicht viel gebracht. Let me show you what I've learned. Fire. Burn. This isn't ideal. May your wound. My prey awaits. Scheiße. Wut! Wut! Let's go. Habe ich eine Doppelattacke irgendwie? Nö. Scheiße. Doch, da. Sauber. Nein! Okay. Kann ich mit dem Typen zweimal... Nein, kann ich nicht. Nein! Das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts, außer... Ah, all in! Verkackt. Oh,
Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben eine Chance, indem wir das machen. So, jetzt haben wir eine Runde mehr gewonnen. Okay, eigentlich nicht. Scheiße. Was haben wir denn regeneriert? Boah, das müssen wir ja schon machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Let me look at you. Okay. Let's go. Alter, was ist das für eine Attacke? Das ist egal, ich kann. Ja, das müsste klappen. The flame bringer is a new beginning. Right. Zwei müssen treffen. Jawohl. Heavy footage issue. Der war wichtig. Be healed. I am. I'm not well. Bringt ein Wundenheilen was? Nee, wir müssen eigentlich rein da. Wie viel hat der denn noch? Muss ich machen. Zwei Treffer. Poison take you. Here we go. Ja, wichtig. How dare you? Komm, so viel kann der doch gar nicht mehr haben. Holy Lord, illuminate the darkness. No. Fire. Burn. Micah. Well, well. Jawohl, ich habe zwar mein bestes Heil-Item benutzt, aber ich glaube, das war es wert. Alter Vater, wurde mir mein Arschloch rasiert. Wirkt beim Ziel selten sofortigen Tod. Das Schwert ist ultra OP. Aber minus 101 Verteidigung, dann müsste ich dieses andere Teil mir reinmachen. Ich mach's einfach so. Das geht auch. Alter Verwalter! Nest der Absonderlichen 52. Okay, wir haben es aber jetzt zumindest gefunden.
Mehr wollte ich nicht. Alter, mein lieber Scholli. Out of my way. Puh. Hätte ich doch mal das andere Team mitgenommen, was? Well, well. Easy. I take what I want. Alter, wurde ich rasiert. Trickbälle-Rille. Brille. Was ist das? 65 um. Besser, ne? Boah. Ja, gut, dass ich gesagt habe, ich gehe unten lang. What to do? Also dafür, dass die Bosse im ersten Teil irgendwie gefühlt 200.000 Leben hatten und jetzt nur 60.000, sind sie trotzdem teilweise echt asozial. So. Ja, hier Bogen. Well, well. Was, lebt noch? Lebt immer noch? Komm, ey, jetzt werden wir aber gefährlich. Geht immer noch? Very well. Ready? I take what I want. Warum macht er das denn jetzt hier nicht? Weil ich da drauf drücken muss. Hier noch was? Eine Präsenz? Nee! Nee, nee, nee! Auf gar keinen Fall! Jetzt hab ich durch. Wie viel Leben hat er denn? 95.000! Warum sind solche starken Gegner hier unterwegs? My turn. Komm hier, sofort wieder tot. Where was I? Now die. Cleaning time. What? What? Heavy footage. My turn. Oh dear. Holy Lord. Ey, wer gerade dieses große Heilteil besiegt, den bin ich auch. Einmal hier. How dare you? I'm not well. Ich sollte vielleicht mal heilen. Be healed. Der ist nicht so stark, wenn man yep. Oh dear. I need to feel my wrath. Weißt du was? So. Ready? Whoa, whoa. Gar nicht nötig, sehe ich das. Let calculations complete. Fire. Burn. Let's go. Was ist denn hier dieser Giftschlag? Ach, das hatte der gar nicht, ne? Das war jetzt nicht so geil. Well, well. Well, well.
Wieso ist der kein Gelehrter eigentlich? Wie blöd bin ich denn? Cleaning time. Let me look at you. Okay, boom. Then eat this. Hab ich eigentlich gespeichert nach dem? My turn. Ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert habe. Hang in there. Not dead yet. Alle zu versch... Hey, ich hab Angst, was ich hier mache. Eat this. Scheiße. No. Aber jetzt will ich ihn auch schaffen. Say your prayers, now die. Richtig und richtig. Bravo, Ochet. Wunden heilen erstmal. What to do? Schwert? Ach, dann muss es Dings sein. Fire. Burn. Alter, der lebt immer noch? Fuck. How dare you? Okay. Hang in there. Better not tell Master what to do. About that. Oh God. Hang in there. Go. My. Oh God, eh. Here. Okay, leben wir da alle rein. Dann wir das to work. Be healed. Oh. Right. Schwert. But I won't hold back. Watch it, wait time. Eat this. My turn. I need a part. Indulge me for a moment. Fuck, einer noch. Das gibt's doch nicht. Das ist egal, wir können jetzt hier so ein Leben hat der Chat auch. This isn't good. By the grace of the great Mike. Alter, wie viel Leben? Kann doch nicht angehen. May your wound. I am in your debt. Okay. Be here. My turn. Das kann echt nicht wahr sein, ne? Here we go. Ich kann auch nichts machen. Ach, der ist verwirrt. Okay, er hat ready. Vorbeigehauen. Oh, shit. Kann er mal sterben? Could I fall? Oh, Gott.
bald keine Oliven mehr hier. Death can't have me yet. My turn. Hang in there. Never doubted for a second. No. May your wound be healed. Jack überlebt sehr. What? Das ist jetzt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich muss mich erstmal heilen. Fuck, der ist dreimal. Oh Gott. Ich muss noch einmal durchhalten. Oh Gott. So, und jetzt kann ich ihn, glaube ich, nochmal ziehen. Oh Gott, im Himmel, ey. Das war der dümmste Kampf aller Zeiten. Wie viel hat der denn noch? What? What? Be healed. Ich muss nachsehen. Ich muss es wissen. Let me look at you. 10.000 hat er noch. Oh Gott. Where did I go wrong? I owe you. How dare you? Watch me. Eigentlich muss ich. Ach, der war verwirrt. Der ist immer noch verwirrt. Ach, scheiße. Ja, dann. Objekt. Oh, Mann, ey. Ich mach die dümmsten Kämpfe. Hang in there. Another chance. Das ist ein Witz. Okay, ich hab verloren. Ich bin raus. Keine Chance. Ich muss fliehen. Fuck! Weil ich nicht gespeichert habe. Ich habe so viele Items verballert. Oh Mann, ey. Oh, das war jetzt richtig unglücklich alles. Ich töte einen Boss, verbrauche mein bestes Heil-Item, verbrauche jetzt 10.000 Items, um da nichts hinzukriegen. Das Team ist auch scheiße. Wenn der Gegner nochmal kommt, kämpfe ich nicht dagegen. Oh Mann. Willst du mich verarschen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Well, well. Easy. All tidied up. War das nicht sogar der Beste? 230, 200 erlaubt einen zusätzlichen Angriff? Alter, wie gut ist das denn?
Auf jeden Fall. Hunt or be hunted. Das war wohl die legendäre Waffe, die da war. Well, well. And so it goes. Selbst Swan konnte es nicht so lohnen, ey. Micah. Well, well. Easy. I take what I want. Well, well. Oh. There. It's now done. I'm done. Immer noch. My turn. All tidied up. Oh Gott, ey. So, was ich jetzt mache. Erstmal Monster gucken. Der ist ja. Der ist ja voll gut. Aber. Wir reisen. Wo ist diese Höhle, die ich. Temporuine 40. Probier sie mal jetzt mit Level 57. Wir. Probieren's. Wir sind stark wie nie. Wir haben alles, was geht, eigentlich immer ins Thrawn reingeballert. Guck mal, hier haben wir noch mehr. Brauchen wir nicht. Wir ballern noch mehr rein. Wir haben gefühlt alle legendären Waffen schon. So, wir müssen nach rechts hier. Time to clean up the filth. Mal, die nehmen wir noch alle mit. Wir brauchen so OP, wie es geht. I take what I want. Okay, das bringt nicht viel, die Kämpfe. Aber besser als nichts. Boah, dieses Wasservieh, ey. Let's play. Well, well. Easy. And so it goes. Geben der auf jeden... Oh, fuck, ich kann die Ausrüstung nicht ändern, ne? Ich brauche das Heilteil. Das brauche ich. Mann! Wo ist sie? Wer hatte das? Drachentuch. Nee. Biestiges Tuch. Das brauche ich jetzt nicht so. Bevor ich es vergesse, direkt so machen. Puh! Wir fliehen jetzt vor allen Kämpfen hier, weil die eh nichts bringen. Clean up the filth. Ready? Ach, Kacke. Ja, komm, let's play. Well, well. Next. I take what I want. Hab Angst. Time to clean up the filth. Check startet auch zum 38. Mal. So eben. And so it goes. Oh Gott.
Puh. Let's play. Well, well. Next. I take what I want. Überlegen wir mal. Heilen kann ich mich nicht. Die beste Waffe ist ganz klar das Schwert, ne? Okay. Wir probieren es einfach nochmal hier. Well, well. Easy. And so it goes. Ach, hier geht's gar nicht lang. Well, well. Next. I take what I want. Hier. Okay. Let's play. Well, well. Überleg mir gerade, welche zweite Klasse wir für sie nehmen. Up. Eventuell Krieger? Ach ne, wir brauchen ja was, was heilt. Im Notfall. Time to clean up the filth. Wahrscheinlich. Well, well. Apotheker vielleicht? I take what I want. Ich glaube, Apotheker wäre gar nicht so scheiße. Come and get me. Well, well. Oh, die sind auf jeden Fall nicht 100 Hit. Perfekt. Cleaning time. All tidied up. Ist hier kein Speicherpunkt oder so? Time to clean up the filth. Well, well. Ja, geil, was geht jetzt ab? Hier ging so eine Scheiße. I take what I want. Check in seinem 94. Versuch zu starten. Da ist ein Speicherpunkt gut. Let's play. Clean. Eat this. Ready? Well, well. Alter, shake it. Langsam ist drüber, Junge. And so it goes. So, wir kämpfen nicht mehr. Wir nehmen eine neue Laufbahn. Und zwar habe ich mehr Leben. Aber weniger Angriff? Krass. Hier geht alles runter, ne? Aber heilende Hand haben wir. Machen wir. Wir probieren es so. Okay, okay, okay. So. Ja, hatten wir schon mal. Okay, auf geht's. Cleaning time. So, wir wollen herausfinden, was du hast. Sehr schlecht. What to do? Okay, gut. 91 Schaden. Wow. Wait, oh, watch me. Eat this. My turn. Okay, wir müssen ihn eigentlich platten. Platten lappen. Macht ja gar nichts. Ready? You're too
My turn. Ist ja total scheiße. Zählt das als zwei Angriffe? Oh ja. Cleaning time. Gut. What to eat this? My turn. What? Dann jetzt. Suffer. Jäger und Wolf. Okay. Cleaning heißt, time. Cleaning time. You're too kind. Red. Okay, das ist schlecht. Oh, 200. Ui. Okay. Wir gehen einfach auf Nummer sicher jetzt. What to do? Okay, verstehe. Wenn er das hat, dann. Okay, hab ich verstanden. Was? Das ist unfair. Da probieren wir nochmal. Time to clean up the filth. My turn. Was? Willst du mich eigentlich verarschen? Ready? Willst du mich verarschen, Spiel? My turn. Ich lade jetzt eh neu wegen dieser Scheiße. Weil das hat mich ja jetzt richtig viel Leben gekostet. Pass auf, ich mach mal was zum Test. Ich lade eh neu, aber ich teste mal was. So, weil... Nee, ich hab das jetzt nicht. Ja, Analyse. Ja, komm, das ist mir jetzt... Nee, ich kann jetzt nicht fliehen. Oh, ey. Wirklich. Cleaning time. Alter, willst du mich verarschen? Ich will eh neu laden. Weil ich will mal wissen, wie viel Leben der Typ hat. Und dann lade ich neu. Ja, ja, ja. Komm, weg. Ready when you are. 60k hat er. Okay. My turn. Watch me. Keine Ahnung. Ich will jetzt gar nicht kämpfen. What? Ja, wo ist denn jetzt meine Axt? Ah, ich kann die Axt. Ja, okay. Komm, wir sterben. Ich kann ja nicht neu laden jetzt hier, das ist ja die Scheiße. Komm, ich mach einfach eine Scheiße. Huh? Okay. Okay. Wenn er diese Wände macht, habe ich ja gar keine Chance. Da muss ich mal was nachgucken. Ja, ja, das ist egal. Nein, wir nehmen ja eh. Oh. Das ist smart. Daran habe ich nicht gedacht. Pass auf. Wir haben den Händler noch nicht.
Wir haben den Händler noch nicht. Okay, ich probiere es noch einmal auf gut Glück. Wenn nicht, können wir erst rein, wenn wir den Händler haben. My turn. Wegen dieser scheiß Karma-Klinge, ne? Weil die würde ich ja dann überleben. What to do? You're too kind. Haben wir ihn gebrochen? My turn. Heavy footed, aren't you? Aua. Cleaning up. Eat this. Ready? Egal, ist nicht schlimm. My turn. Egal, nicht schlimm, denn wir machen das. Watch me. You're too cute. My turn. Suffer. Tiger und Wolf, okay. What to do? Ach, scheiße. Stimmt, ich muss ja die Dolchattacke machen. Eieieiei. Maximal. Können wir aber schaffen, indem wir jetzt die Dolchattacke machen. Cleaning time. Und nochmal die Dolche. Da haben wir ihn nämlich gebrochen. My turn. But I won't hold back. Heavy footed. Okay. Das ist gut für mich. Das ist nicht gut. Was ist denn jetzt los? Eat this. Was soll ich denn jetzt machen? Der hat keine Schwäche. Ready? Okay. Oh, keine Ahnung. Cleaning time. Macht der gleich einfach seinen Move und mich tot oder was? What? They eat this. Jo, da habe ich keine Chance gegen. Ja. Das ist super. Außer dem Mörchen, was brauche ich denn noch? Ja, das habe ich auch. Stimmt, ich könnte das probieren noch. Flawless Dance. Ja, wie kriege ich den von der Flawless Dance denn runter?
Okay, ich brauche Hang Tough auf jeden Fall. Flawed Inclusion. Dann brauche ich im Grunde. Kann ich alles nicht machen. Hä? Das ist ja doof. Auf jeden Fall kann ich es jetzt nicht machen. Ärgerlich. Ärgerlich. Ohne Ende. Kann ich die denn dazu hinzufügen? 40, 40, 40. Nehmen wir einfach. So. Nee. So. So eine doofe Scheiße. Das war ein Downer mal wieder. Wir müssen also als Zweitlaufbahn Händler rein. Aber dann kann ich nicht die Axt nehmen, was auch doof ist, aber geht nie anders. Ach, ist das bitter. Bitter! Ach, bin ich blöd. Ich sollte vielleicht erstmal die Laufbahn ändern. Krieger, Gelehrter, Kleriker. Ach, ey, ärgerlich, bitter, nervig. Speichern wir mal und gehen in die neue Story rein nach einer Stunde ziemlich genau. Ach, Mann, bitter. Geschichte lauschen, Kapitel 3. Agnia ist weiter nach Tropopo gereist, in der Hoffnung, dort die richtigen Worte für das Lied der Hoffnung zu finden, das Gil ihr schenkte.
Ah, was ein Downer. Was ein Downer. Song of Hope. Das Lied der Hoffnung. Ich habe Gil versprochen, dass ich einen Text dazu schreibe. Aber irgendwie wollen mir keine guten Zeilen einfallen. Na, ich werde auf meinen Reisen schon etwas finden, das mich inspiriert. Vielleicht ja schon in dieser Stadt. Es wirkt, als wäre sie für meinen nächsten Auftritt geeignet. Oh, Goddess, lend me your strength. Oh, hab Gnade, verehrte Göttin, und mach mich stärker. Huh? Nanu? Ja, das wird klappen. Bühnenleiterin Tanji, auf jeden Fall. Das schafft selbst Tanji mit ihren Bärenkräften nicht. Das ist alles deine Schuld. Du wolltest ja die Abkürzung nehmen, Tanji. Ja, weil du verschlafen hast, Riku. Aber waren wir wegen des Schiffes eh schon spät dran. Jetzt zieht es sich hier sicher auch ewig. Genau, Koda. Wenn Schieben nicht hilft, dann ziehen wir eben. Gute Idee. Warte mal, ist das Spiel so laut? Nee, doch nicht. Nein, nicht. Auch okay. Ja, 10 von 10. Was habt ihr da angerichtet? Ups, dumm gelaufen. Ha, gut improvisiert, wie es sich für richtige Komödianten gehört. Da gibt's diesmal nichts zu lachen, Frau Direktorin. Obwohl, sein Komiker ohne Bühne, das könnte schon komisch werden. Also ein voller Erfolg, der nicht strahlt heller als ein lachendes Gesicht. Denk nach, Tanji, denk nach. Oh, Göttin im Himmel, verehrte Göttin. Entschuldigung, aber ich weiß vielleicht, wie man den Wagen wieder frei bekommt. Wirklich? Und wer bist du? Wohnst du hier auf der Insel? Ich reise nur. Ja komm, ey, die Story ist doch scheiße. Hat jemand einen stabilen Stock oder Stab? Riku, Koda, wir brauchen einen stabilen Stock. Wie wäre es hiermit? Bist du des Wahnsinns? Das ist Kodas Flöte. Wartet hier, ich suche etwas. Ist das jetzt ihre große Quest? Wir müssen einen Stock suchen. Die Luft ist irgendwie anders hier. Eine wundervolle Stadt, nicht wahr? Die Leute sind so lebendig. Ja, wenn ich hier groß geworden wäre, wären die Dinge bestimmt besser gelaufen. In dreckigen Städten sammelt sich der Schmutz sogar im Herzen an. Sag doch sowas nicht. Du hast ein starkes Herz, freundlich und rein. Ehrlich gesagt wäre ich auch gern wie du, eine Dame aus der Großstadt. Danke. Wie schmutzig die Stadt auch ist, ich glaube, jemand wie du wird überall zu einer wundervollen Person erkennen. Kann ich hier Leute bestehlen oder so? Ah, das ganze Leben. Nee, ne? Ich habe eine Flöte, die ist aber zu schade. Oje, oje, oje. Tut mir leid, dass du hineingezogen wurdest. Einen stabilen Stock? Nein, Holzschwert hätte ich, aber den brauche ich noch. Außer wenn ich dich nachts drum bitte. Scheint sie nötig zu sein, hä? Wenn du mir diesem Holzschwert gedient ist, dann solltest du es bekommen. Das sollte reichen. Dann mal zurück zu den Leuten. Kann ich die vielleicht ausrauben nachts? Schade. Tut mir leid, junge Frau, aber könntest du uns vielleicht bei der Stocksuche helfen? Ja, hier. Now, if we just put this stick right here and so, hier rein, versuchen wir es mal. Hau ruck. We did it. Es hat geklappt. Yay. Oh my God, it gepriesen sei die Göttin. I don't know who you are, kid, but we danke, unbekanntes Mädchen, das hast du gut gemacht. Keine Ursache. Ich komme vom Land und da habe ich schon viel mit den Jungs im Schlamm gespielt. Dabei siehst du so adrett aus. Wie heißt du eigentlich? Agnia. Agnia Bristani. Bristani? Bristani. Ach egal, jedenfalls vielen Dank, Agnia. Wir sind die munteren... Wir nennen uns Giselles Traveling Troupe. Die munteren Giselles-Lins.
Wir reisen durch die Lande und führen unsere Grundstücke auf. Eine Taube, wo kommt die denn her? Freut mich, dass dir gefällt. Ich sage ja immer, es geht nichts über ein lachendes Gesicht. Deswegen reisen wir durch die Welt und bringen so viele Menschen zum Lachen, wie wir nur können. Die munteren Giselle bringen das Lachen in die hintersten Winkel der Welt. Das ist unsere Parole. Gott im Himmel. Das ist ja wunderbar. Ich bin eine Tänzerin und möchte berühmt werden. Oh, das ist ja entzückend. Findet ihr nicht auch, Rico, Coda? Hör mal, Ignia, Mädchen mit dem wunderschönen Traum. A star is someone who illuminates people's lives. Wer berühmt ist, kann jederzeit und jedermann ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Egal ob bei Regen oder Sonnenschein. Es ist eine Kunst, die nur diejenigen beherrscht, der immer wieder vor einem Publikum tritt. So ist es, Frau Direktorin. Wir sollten jetzt langsam mit den Proben anfangen. Ach, wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Fluge. Hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder, Mädchen mit dem schönen Traum. Wir sind gleich dran. Warum siehst du dir die Giselle nicht mal in Aktion an? Da ist Lachen garantiert. Oh, ich will nicht überspringen. Die munteren Blablabla bringen das Lachen in die hintersten Winkel der Welt. Was sie wohl aufführen? Hier, da kann ich vielleicht noch was lernen. Ich beeile mich besser, sonst verpasse ich noch was. Was machen wir jetzt? Es tut mir leid, ich habe einen Augenblick nicht aufgepasst. Oh je, wir müssen sofort hinterher. Ach, da ist ja Gnir. Ist etwas passiert? Was mit eurem Auftritt? Es gab leider einen Ausreißer. Wen denn, die Taube? Dann helfe ich euch suchen. Nein, nicht die Taube, sondern die Frau Direktorin. Was? Warum denn das? Das passiert manchmal vor einer Aufführung. Ihr Lampenfieber ist etwas extrem. Es hat sich zusammengerissen hat und wieder kommt, stehen wir ohne unsere Hauptdarstellerin da. Hilf uns, gütige Göttin. Let me help. Was ist denn hier runtergefallen gerade? Tanji, kann ich vielleicht helfen? Ich weiß zwar nicht genau, wovor die Direktorin so Angst hat. Aber ich werde sie finden und zurückholen, damit das Publikum voll auf seine Kosten kommen kann. Danke, Ignia. Danke. Ach, die ist da hinten auf der Insel wahrscheinlich. Ah, da bist du doch. Hallo. Geht doch. Hallo? Giselle. Giselle, hier bist du also. Wow. Ach, das Mädchen mit dem schönen Traum. Warum bist du plötzlich weggelaufen? Ich wusste plötzlich meinen Text nicht mehr. Bei der Probe konnte ich ihn noch, aber dann auf einmal nichts. Mein Kopf war leer. Und das bei der Aufführung passiert, nicht auszudenken. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe schon öfter meinen Text vergessen und bin weggelaufen. Ich bin nicht für die Bühne geschaffen. Ich hänge meinen Theaterhut an den Nagel. Aber Frau Direktorin, was ist denn mit dem Publikum? Die Zuschauer wollen sich amüsieren. Ich beneide das Meer. Dort gibt es weder Kummer noch Leid. Und niemanden, der einen auf die Nerven geht, außer auf einmal Bossmonster, die überall auftauchen. Ach, wie still und tief es unten im Grund wohl sein ist. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre eine Muschel. Giselle verführen. Okay.
Giselle. Wärst du wirklich lieber eine Muschel als Theaterdirektorin? But you can't. Das geht doch nicht. So was sagt man nicht einfach. Wie bitte? Das Leben ist nicht einfach, das stimmt. Aber genau deshalb ist es ja unsere Aufgabe. Ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern. Irgendwie. Huch. Deine Füße, die sind ja ganz lädiert. Wie viele Blasen hast du ausgedrückt, um solche Schwielen zu haben? Stammen die etwa alle vom Tanzen? Du musst hart gepokt haben, vielleicht härter als jeder andere. Ach, das ist doch nichts. Ich habe einfach nur getanzt, für jeden, der es sehen wollte. Kopf hoch, Giselle. Wenn du deinen Tag vergisst, dann lernst du ihn halt neu. Glaub an dich, man kann alles schaffen, wenn man nur will. Du kannst jederzeit und jedermann ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Steh einfach auf, wenn du mal stolperst. Einfach aufstehen, wenn man mal stolpert. Giselle, komm raus aus deiner Schale. Du bist keine Muschel, du bist eine leuchtende Perle. Jeder soll dein Funkeln sehen. Ja, Agnia. Du hast recht, ich muss mich einfach nur aufrappeln. Dann komm, die Bühne wartet. Okay. Joe kommt also wieder, wenn wir hier loswerden. Geh mal auf nachts für Kämpfe. Geht mal nur nachts. Komplett falschen Weg gelaufen, aber solange wir ankommen. While journeying across the land with our trusty wagon. Ich habe meine Kutsche von einem Ende der Welt bis zum anderen gelenkt. We arrived here on Tropu. Und nun sind wir hier in Tropuhopu. Wir werden die Menschen ein Lächeln auf ihre Gesichter zaubern. Wir werden ihn, ja. We are Giselle's traveling troop, bringing smiles to every corner. Die munteren Giselle bringen das Lachen bis in die hintersten Winkel der Welt. I can't thank you enough, Agnia. Ein Glück, dass wir dich getroffen haben, Agnia. You helped us. Du hast gleich zweimal den Karren aus dem Dreck gezogen, einmal sogar wortwörtlich. Entschuldigung, einmal ist meine Begeisterung mit mir durchgegangen. Ich habe die Frau Direktorin einfach nur Giselle genannt. Ach was, das war genau richtig. Sie ist eine gute Schauspielerin, oder? Sie sure does. Ja, das ist es. Mit ihrer plötzlichen Ausputzerei hat sie uns ganz schön Kopfweh bereitet. Aber wenn sie auf der Bühne steht, strahlt sie heller als jeder sonst. Wie hast du das gemacht? Hast du irgendeinen Zauber auf sie angewendet? So wie heute haben wir die Direktorin noch nie strahlen sehen. Gepriesen sei die Göttin für diesen Tag. Danke. It warms my heart to see you all smile like this. Danke, ich freue mich, so viele lachende Gesichter zu sehen. Now then, there's someone I'd like to introduce to you all. Es gibt ja jemanden, den ich euch vorstellen möchte. Die Frau, der ich diesen Erfolg zu verdanken habe. Please welcome Agnia. Die reisende Tänzerin Agnia. Me?
That's your cue. Los geht's, du bist dran. Show us a dance, will you? Verwöhne, oh Gott, verwöhne uns mit einem Lied, wenn ich bitten darf. If you insist. Hihi, also gut. Dann zeig mal. Also dann, der Tanz beginnt. Hammer. Zum Wohl. Auch Vignia, sie hat uns diesen Erfolg geschenkt und mein Herz berührt. Dein Herz? Wenn jemand die ganze Welt glücklich machen kann, dann du. Ich hoffe es. Ich agree. You're going to be a star someday. Die Direktorin hat recht, dieses Mädchen wird ganz sicher berühmt werden. Eine richtige Primadonna. Speaking of stars, wenn ich Primadonna höre, denke ich gleich an Alle sei dir von Dolcinea. Lief bestimmt Big Bad Evil hier. Nicht nur bei ihr in der Story generell. Du wirst Dolcinea in nichts nachstehen. Du hast die Gabe, die Menschen glücklich zu machen. Wenn ihr mich so weiterlobt, weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Wir werden uns ein Beispiel an dir nehmen und immer weiter proben. Die nächste Aufführung ist schon bald. Auf dem großen Reigen. Was ist denn der große Reigen? Das ist das größte Fest des Ostkontinents. Darsteller, Sänger und Tänzer aus der ganzen Welt versammeln sich da. Dort aufzutreten ist eine Ehre für jeden, der sich Künstler nennt. Das klingt ja fabelhaft. Da will ich auch auftreten. Du auch, Egnia? Ja, es ruft geradezu nach mir. Ich spüre es ganz deutlich. Dort wird meine Reise in Berühmtheit beginnen. Ich muss einfach dort tanzen. Hurra! Bristerni, jetzt weiß ich es wieder. Du hast den gleichen Familiennamen wie Kuani Bristerni, die Primadonna des Westkontinents. Du kennst meine Mutter? Aha, du bist also ihre Tochter. Ich habe von ihr gehört, als ich in einer Stadt namens Sai war, auf dem Westkontinent. Da war es schon 20 Jahre her, dass sie als Tänzerin aufgetreten hat. Sie soll unglaublich beliebt gewesen sein. Die Menschen haben sie geliebt, so wie dich. Meine Mutter war also in Sai. Ich möchte auch mal dorthin, um ihren Spuren zu wandeln. Vielleicht erfahre ich dann mehr über sie. Bis zum diesjährigen großen Reigen sind es noch ein paar Tage. Wenn du willst, kannst du noch vorher nach Sai reisen. Das werde ich. Danke für den Hinweis, Frau Direktorin. Agnea, du hast mich mit Mut erfüllt. Und ich, was habe ich dir gegeben? Aber Frau Direktorin, ich habe sehr viel bekommen von der ganzen Truppe. Den Wert des Lächelns. Gut, das freut mich zu hören. Ich wünsche dir, dass du auf deiner Reise glücklich wirst. Was auch geschieht, bewahre dir dein Lachen, dann wirst du dein Glück finden. Was für ein schöner Satz. Dürfte ich Ihnen ein Lied verwenden? Es wäre mir eine Ehre. Frau Direktorin, es ist alles fertig. Also dann, gute Reise, Ignia. Möge die erhabene Göttin über dich wachen. Auf Wiedersehen. Hat die jetzt noch niemals einen Dungeon oder irgendwas? Bleib gesund und munter, ihr diese Ladies. Wir treffen uns auf den großen Reigen. Ach, mein Herz springt fast aus der Brust. Nicht, dass du ihn hinterher springst und wieder davonläufst. Nein, ich werde nie wieder davonlaufen. Man steht einfach auf, auch wenn man mal stolpert. Hab ich recht? Agnia? Hihi, genau so ist es. Das ist ja wirklich die ganze Quest gewesen. Was ein Bullshit. Agnia hatte ein neues Ziel vor Augen. Sie würde am großen Reigen teilnehmen und so ihrem Traum einen Schritt näher kommen. Unterwegs traf sie eine muntere Künstlertruppe, die sie zu einer neuen Strophe ihres Lieds der Hoffnung inspirierte. Doch vor einem großen Moment zog es sie in die Stadt, in der ihre Mutter einst tanzte. Was für ein Bullshit-Kapitel.
Ta-ta-ta-ta-ta-da. Agnea, mir ist eine tolle Zeile für ein Lied eingefallen. Wirklich, lass mich mal hören. Was auch geschieht, bewahre dir einen leeren Magen, dann wird das vielleicht schon zu dir traben. Hat Giselle nicht sowas ähnliches gesagt? Passt doch genial zum Lied der Hoffnung, oder? Ja, und zu dir. Hm. Von vielen Denken habe ich Hunger bekommen. Willst du etwas Dörrfleisch? Ich habe gerade etwas geschenkt bekommen. Ich sag dir, dann wird das Fleisch schon zu dir traben. Jetzt müsste noch eins eigentlich kommen. Doch nicht? Okay. Weißt du was? Ich mache jetzt... Warum hat... Ach, die hat den ja. Den wollte ich. Hier die Magieteile. Scheiß drauf, wir geben einfach alles Frauen. So, das war eine beeindruckend beschissene Quest. 31, 36. 37, 37. 24. War ich hier schon? Ja, okay. 29, 24. 26. 34. Dann wäre das nächste ja eigentlich hier. War hier schon? Ja, offensichtlich. Hier war Kasti, ne? Wir gehen mal tagsüber durch. Ah, Partition müssen wir hier auch noch machen. Müssen wir ihn gleich kurz mal mitnehmen. Ah, müssen wir gar nicht. Das ist diese dumme Quest mit der Musiker, die ich noch nie machen kann, weil ich noch nie in der Stadt war. Ich glaube, hier habe ich alles schon, ne? Gehen wir mal nachts. Müsste ich aber auch alles haben. Ja, sieht nach allem aus. Naja, passt schon. Könnten die jetzt zum Beispiel mir anfreuen? Ist alles Quatsch. So, mache ich nämlich mal ein paar Minuten Pause, um was zu essen. Das klingt doch nach einem Plan. So, bis später.